Und zwar habe ich hier eine Legende entdeckt. Sie heisst Nick Bär. Nick, du bist auf dem Weg auf Fort William. Wie geht's? Geht gut, Mann. Ah, so wortgewandt heute. Leck du mir. Aber eben, ich habe gehört, dass du in Winterberg am Dirt Masters Festival, es ist ein deutscher IXS German Downhill Cup, da hat es geheissen, bist du Erster gewesen? Stimmt das? Ja, Schwenka, ich war Erster gewesen. Schwenka, also es hat eigentlich alles gestimmt, oder? Und du hast natürlich eine super Leistung gebracht. Und darum hast du gewonnen. Ja, das zusammengepasselt, ist gut gekommen, Mann. Also ich habe gehört, du tust jetzt Berndeutsch reden, dann mache ich das so. Was soll ich sagen? Was hast du dir vorgestellt für das Rennen? Winterberg oder Schottland? Schottland. Ja, vorgestellt. Nee, mal her und schauen, wie es ist. Das sehen wir dann. Also du tust also in dem Fall mal schauen jetzt. Eieieiei, gerade das Gespräch heute. Aber ich habe natürlich noch mehr Fragen auf Lager. Und zwar tust du jetzt an der Fachhochschule Maschinenbau studieren. Wie hat jetzt das Kaff geheißen? Irgendwo da in Bern hinten. Burgdorf. Wie machst du das mit dem Sport zusammen? Geht das? Ja, ist immer eine Frage, ob man es will. Ja, es geht schon. Jetzt mache ich die erste Saison so. Schauen, wie es geht. Muss etwas für die Zukunft machen, gell? Und vor allem wollte ich einfach mal wissen, wie ein Velo funktioniert. Ich denke, das finde ich dort schon raus. Ah, gehst du in dem Fall nachher zu DT Suisse arbeiten, so wie das Binden Sami, eine weitere Legende im Downhill-Sport? Ja, ich wollte mit Sami arbeiten. Willst du mit Sami arbeiten? Also gut, dann tun wir das jetzt hier beenden. Wir haben sehr viele Informationen gefunden. Danke Nick Bär für das Interview. Santo, der Rote, der Noel Niederberger. Jetzt schauen wir mal, was das ist. Noel Niederberger, seriös wie immer. Und jetzt ist das die erste Weltcup für dich. Du hast ein bisschen Pause gehabt. Jetzt geht es auf Fort William. Bist du nervös? Ja, im Moment noch nicht. Kommt vielleicht noch. Was hast du dir denn vorgestellt, resultatmässig? Hast du irgendwelche Ziele oder Sachen, die du erreichen willst an diesem ersten Rennen jetzt? Nein, einfach fahren. Keine. Also, so, eben wieder auf die coole Art, oder? Have fun and just drive his friends, oder? Das ist klar. Eben, ich habe gesehen, du hast einen recht strauben Schnauz extra für das Rennen montiert. Wie machst du das alles, wenn du da hochdrehst? Funktioniert das gut, oder geht es von allein? Du musst ein bisschen gut schälen mit dem Föhn und dann kannst du es recht gut drehen. Aber hast du selber auch drauf. Solltest du es wissen. Ja, ich meine, das Schnauzgame läuft. Also, eben, jetzt haben wir hier nochmal eine sehr bekannte Persönlichkeit, den Lutz Weber. Salut zusammen. 31. Am ersten Weltcup in Lourdes, stimmt das? Nein, Miesli, das ist nicht ganz richtig. Ich bin 33. geworden. 33. Das ist das Top-Ergebnis für einen von der Schweizer Downhill-Legende fast schon, könnte man sagen, oder? Ja, natürlich. Ich meine, Living Legend, oder? Ich meine, man wünscht 33. Das war perfekt, oder? Für mich super. Lutz Weber, du hast jetzt ganz so ein geswappt auf Thurgauer Deutsch, jetzt wenn man ein bisschen Thurgauer ist, oder? Wie ist das gewesen? Ja, okay. Aber bist denn du jetzt in Basel, oder was? Da ist der Basel direkt, ja. Basel Baby, denke ich. Was meinst du? Ich habe ja gesehen, du bist jetzt etwa so Position 50, 60 im UCI-Weltranking, oder? Ist das zufriedenstellend für dich? Ich denke 70, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 70. Bist du denn zufrieden mit dem jetzt, oder? Super, meinst du, es sind nur 69. sind vor mir, oder? Und ich meine, das ist geil, das ist super. Das ist geil, so weit vorne zu sein. Ich genieße es. Ich genieße die Zeit, die ich den Platz jetzt noch habe. Und ja, ist gut. Ich bin sehr zufrieden. Okay, und hast du irgendwelche Vorstellungen, was du jetzt erreichen willst an dem Rennen? Ja, ich werde ins Ziel kommen grundsätzlich. Das ist sicher ein Ziel. Ich werde eine gute Zeit anklopfen. Und
wieder einen Rang in der Top 40. Da wäre ich schon sehr zufrieden. Das wird sehr schwierig, sehr schwierig. Aber ich wäre... Danke für das Interview. Gerne, Jim Isli, danke. Noel Niederberger, ich habe jetzt hier noch mal eine Frage, oder? Also, ich habe gesehen, du bist jetzt 31. knackst gerade Top 30 im Weltcup jetzt, oder? Bist du mit dem denn jetzt zufrieden, oder wie ist das? Ja, sehr mal. Jetzt muss ich nachschauen, dass ich das im Weltcup anbringe. Tim. Okay, und bist du zuversichtlich? Ja, ja, von zu an. Viel Glück, Henry. Dankeschön. Danke dir. Da ist die Stimmung am Brennen im Flugzeug. Also die Stimmung ist wirklich gut für das Rennen. Und jetzt tun wir die letzten Minuten noch hinter uns bringen, hoffen, dass wir sicher landet. Und dann geht es weiter mit dem Auto Richtung Fort William.